So, ich muss noch hier ein bisschen weitermachen. Und zwar, wir. Die letzte Folge, die ist wieder. Oh, da ist was. Ich habe vergessen, ich habe ein paar gerade gerendert. Ja, das ist der Sound, der kommt, wenn ich irgendwie ein Video fertig gerendert habe. Ja, ich muss noch ein bisschen weiter spielen, weil ich bin ja schon wieder in so einer kleinen Sackgasse. Und zwar habe ich schon wieder. Wir schreiben jetzt ungefähr einen Tag später nach der letzten Aufnahme oder beziehungsweise dieser Aufnahme. Und ich habe schon wieder alles hier. Mögliche hochgelevelt. Alle Fähigkeiten sind auf Level 3, das Maximum. Ich habe hier so eine neue Waffe bekommen von diesen Sachen hier. Hier, diese hier, die ich bekommen habe, weil ich hier irgendwie, weiß nicht, die erste Seite abgeschlossen habe von diesen einen Dingen, ne? Irgendwo hier, wo auch immer das ist, ne? Das hier, ne? Keine Ahnung, wo das ist. Ihr wisst, was ich meine, ne? Und ja, ich bin schon wieder hier am Feststecken. Ich kann nicht wieder genug Sachen grinden. Deswegen müssen wir versuchen, mal heute die Level hier hoch zu leveln von unserem Rang, damit wir wieder neue Sachen farmen können, weil sonst hocke ich hier wieder und kann wieder nichts farmen. So, ich wollte eigentlich von diesem Katzenoffizier hier so ein paar Mini-Quests machen, ne? Habe ich auch sogar eine gemacht, da habe ich mit so einem Häschen-Typen hier irgendwie draußen geredet und ja, dann habe ich wieder so eine Abzeichen bekommen. Aber einige Sachen muss man zu bestimmten Zeit machen und irgendwie kann ich hier nicht mehr die Zeit ändern, ich kann nicht hier hingehen. Ich kann nicht auf mein Zimmer gehen und irgendwie schlafen gehen, deswegen nehme ich mal, ich muss erst mit Bell reden, um irgendwie was voranzutreiben. Ich habe, als ich irgendwann mal hier den Laden betreten habe, eine Cutscene ausgelöst und sofort weggedrückt, indem ich ins Hauptmenü geflüchtet bin, ne, von der PlayStation. Ich weiß nicht, ob das so wie ein Genshin ist oder ein Honkai Star Rail, so wenn man, keine Ahnung, wenn man hier, weil ich aus einer Cutscene rausgeht und ins Hauptmenü wieder geht, ins PlayStation Hauptmenü, ob dann wieder die Cutscene irgendwie, ob man dann direkt zurück zur nächsten Cutscene wieder kommt, wenn man dann das Spiel startet, weil so ist das nämlich mit Honkai Star Rail. Aber hier ist das anscheinend nicht so. Ne? Ich weiß jetzt nicht, ob ich da jetzt eine Cutscene übersprungen habe oder nicht, weil ich wurde irgendwie begrüßt von ihr. Ich weiß nicht genau, was sie gesagt hat. Aber ich hoffe, das ist genau diese Cutscene jetzt hier. Also gucken wir mal. Weißt du, bist wieder da. Was steht heute auf dem Programm? So, ich muss ein bisschen weiter spielen, damit ich meinen Rang hier erhöhen kann, weil sonst kann ich wieder Off-Screen nichts machen. Ich habe das HDD-System angepasst. Jetzt muss ich nur noch Geld sparen, um noch eine bessere Hardware zu kaufen. Außerdem hat Nicole mich angerufen und mir gesagt, dass der Prozess gut gelaufen ist. Sie hat auch ein leeres Versprechen gegeben, dass sie uns das Geld zurückzahlen wird. Ich möchte, dass wir jetzt sie möchte erst, dass wir entspannen. Ha, bestimmt. Wie auch immer. Es ist schon spät. Ich gehe jetzt schlafen. Sollte ich auch schnell ausruhen, weiß. Kaum sind deine Worte gesprochen, klopft es schon wieder an der Tür des Ladens. Komisch, wer könnte um diese Zeit noch sein? Es hilft alles nichts. Kannst du bitte den unerwarteten Gast empfangen? Okay. So, ich muss ja weitermachen. Habe ich so ein Gefühl. Ich hoffe, die Story geht jetzt hier nicht weiter. Tut mir schrecklich leid, dass ich dich um diese Zeit störe, mein alter Freund. Ich hoffe, ich habe dich nicht geweckt. Wir haben zu. Ich weiß. Wenn es kein Unfall wäre, würde ich bestimmt nicht um diese Uhrzeit vor der Tür stehen. Deswegen konnte ich die Tageszeit nicht ändern, ne? Gut, dass ihr beiden da seid. Hört zu, ich muss mich um euch um etwas äußerst wichtiges Fatheon erzählen, den kompletten Fatheon. Gut, dann lass mal hören. Nachdem er sich vergessen hat, dass ihn niemand verfolgt, stimmt der Informationsvermittler direkt in die Bibliothek, als wäre es sein zweites Zuhause. Es geht hier weiter. Vielleicht wird er auch ein einzelner Part, ich weiß es nicht. Weil es hier länger dauert. Der Part ist ja schon ungefähr eine Stunde lang, ne? Wolltest du dich nicht kurz fassen? Ich will eigentlich hier nur mein Level erhöhen, damit ich hier wieder aufgehen, was machen kann. Ich bin jetzt in den letzten Tagen nur noch dieses Spiel am Aufnehmen. Bevor ich wieder meine Stimme oder so schrotte, ne? Ehrlich. Oh, da ist irgendwas, was wir machen müssen, glaube ich. Höhle 0, ne? Aber wenn ich dann irgendwie mache, bekomme ich von Sokako noch mal. Ich weiß gar nicht, wie das hier heißt. Sternbild. Eidolon. Muss ich das jetzt machen? Ich will eigentlich nur zwei von diesen Knoten da bekommen, damit wir ja
unser Level erhöhen können. Wenn ich erst mal ein paar Tage wieder nicht aufnehmen muss. Ich habe schon 7 Parts aufgenommen innerhalb von 3 Tagen. Wir sind das 3 online. Ja, schon, lass uns darüber nachdenken. Scott Außenposten. Ja, ich gehe zum Phil Außenposten. Shepard wirft einen sehnsüchtigen Blick auf die Teekanne, die sich gerade in seiner Reichweite befindet, als er die Videothek verlässt. Wie die Qualität eines Schlafes nicht beeinträchtigt, wenn du vor dem Schlafengehen solche Nachrichten hast? Schon wieder falsch. Auch wenn die Zeit knapp ist, sollte man die Lebensphilosophie keine wichtige Entscheidung nachts treffen, nicht ignorieren. Also weißt, ruhe dich heute Abend besser aus und warte bis morgen, um die Angelegenheit zu besprechen. Na, so, jetzt kann ich schlafen gehen. Ich will doch eigentlich nur ein paar neue Funktionen freischalten und hochleveln. Ja, müssen wir morgen ausruhen. Das war's für heute. Das ist ohne Unterbrechung aus, sowohl dein Körper als dein Geist und Körper sterben. Morgen beginnt eine Reihe von Klopfgeräuschen in der Schlafzimmertür. Anscheinend hat Belly heute keine Zeit gelassen, aufzuschlafen. Weißt du, bist wach? Gestern kam Shepard zu uns, um über die Ermittlungen in Höhe 0 zu reden. Weißt, das hast du auch nicht vergessen, oder? Wenn du fertig mit dem Morgen-Toilett bist, lass uns darüber sprechen. Ich warte unten auf dich. Okay. So, die ganzen Läden waren übrigens auch geschlossen. Deswegen konnte ich noch gar nicht irgendwie machen. Kann ich jetzt jederzeit schlafen? Nee. Kann ich aber so ein paar Missionen machen. Diese tägliche Mission. Weil ich will eigentlich nur Level hier erhöhen und dann bin ich schon wieder weg. Und beend den Part. Muss die Katze nochmal hier irgendwo, ne? Da muss ich einfach so Nebenquests für machen. Wenn ich die jetzt finden würde. Da. Muss nur gucken, was genau das alles ist. Keine Ahnung, ein so einen Hasen habe ich bequatscht. So. Einige Sachen standen da hier nachts, aber ich habe hier nichts gefunden. Ich bin hier überall rumgegangen. So, Mod Shop. Beinahe weiß ich, bewegende Papiertüte gestolpert ist. Papiertüte, okay. Ein Bürger hat sich darüber beschwert am frühen Morgen, was wir gerade sind, ne? Ich brauche, glaube ich, nur noch 3 Dinger, ne? Ja, da wird aber nicht. Da wird er sich noch ziehen wieder, ne? Ups. Ja, selbst wenn ich jetzt nicht 3 zusammenkriege, dann bringt das ja nichts, ne? Okay. Mach mal noch weiter, mehr dem längeren Parts. Was soll man machen, ne? Oh Gott. Muss wieder erst mal Freiraum hier gerade. Er wird wahrscheinlich sein eigener Part. Ich glaube, da wird hier ein eigener Part kommen. Ja, hi, willkommen. Dann nehme ich eben noch eine Stunde auf, meinetwegen. Boah. Ich hatte erst letztens so ein Problem.影響範囲、危険度において、新エリート内でも随一を誇るフォローのコードネームです。コール。新エリート内の基地の大型フォローは、いずれも05フォローから派生した強制フォローに端を発します。また、05は旧と、すなわちエリートを壊滅に導いた主な要因とされています。05フォローの現状を把握し、 Das ist der Endgame-Modus, ne? Das ist der gewundene Abgrund oder so, ne? Dieses Spiel jetzt nehme ich an. Das simulierte Universum von Honkai Star. Wenn das Spiel schon einen Endgame-Modus zu Release hat, dann... Oh mein Gott. Genshin. Hm.
今後のより的確なサポートのためにお二人が調査に参加したい動機を教えてください。Okay, aber erst musst du mir mehr zu deinem Motiv und der Vereinbarung erzählen. Machen Sie mich gerade an, Meister. Gibst du mir gerade Sass? Ich nehme an, das machen wir heute, ne? Weil ich nichts anderes darf gerade, ne? Außer ich komme hier ran jetzt gerade. Kann ich hier irgendeine Quest machen? Irgendeine kommen. Irgendeine, wo ich Dinger bekomme. Ich glaube, die können wir auch einsammeln, ne? Aber ich brauche irgendwie 40. Gehen wir hier rein. So. Meinetwegen. Gehen wir einfach hier rein, machen die Mission, ne? Wenn ich hier genug Punkte habe, dann kann ich wieder auf Screen hier farmen. Meine Güte. Ist einem von der Handelskammer angegebenen Ziel angekommen, denen das Signal der Bangbus zuletzt entdeckt wurde. Die Vorsicht vorwärts und finde heraus, warum die Bangbo-Händler verschwunden sind. Okay. Die bewegen sich mit mir. Gefahrensignal. Solange mir nicht die Dinger da wegnimmt. Da muss ich gegen euch kämpfen. Wenn ich nicht muss, lasse ich das. Sie transportieren und unterbrochen den Müll. Das scheinen wir gesucht zu haben. Ja, Müll. Das war klar. Okay. Abnormales Signal erkannt. Okay, ich sehe aber, da sind mehr Türen, als ich Geld habe. Muss ich mir entscheiden, was ich öffnen will. Sieht fast so aus. Warte mal. Komm her. Ich mache sowieso jetzt einen ganzen Part daraus. Also was soll's. Aber ist doch gut. Jeder meiner Charakter ist stark genug. Also. Billy hat jetzt eine neue Waffe. Ich habe denen dieses Ding gegeben. Was ich von meinen wöchentlichen Herausforderungen komme. Ja, guck mal, wie stark er jetzt ist. Level 16, kein Problem. Oh, wir haben sehr gut. Jetzt kommt der Riesenbohrer. Also gesagt, was da? Nichts. Okay.
Get bodied, ja. Okay, ich weiß nicht, ob der schon tot war. Ich vergesse manchmal einfach nur den Control Stick drücken, anstatt. Ich bin die ganze Zeit am Wegrutschen, muss ich sagen. So, zack. Und da war's. Okay. Habe ich glaube ich Geld bekommen? Aber ich brauche Geld hier, um die ganzen Dinger zu öffnen. Und da kriege ich Geld zurück, wenn ich dahin gehe, aber da komme ich nicht hin. Oder? Doch. Na, no, die gehen sogar kaputt. Ich bin jetzt eigentlich nur zufällig dahin gegangen. Gefangen in der illegalen Müllkippe, so ein Albtraum. Du hast mich gerettet, danke. So. Das ist auch eine kaputt machbare Wand. Ich habe genug haben, ne? Ja, ja, ich weiß. Na, wo ist das letzte Ding denn? Ja, bestimmt hier, ne? Verarbeiten. Oh. Oh, so viel Zeit hier verschwendet. Ich muss schnell zurückgehen und die Transaktionsbericht dieses Monats erstellen. Ja, was geht, na? Ich war mit der Ladung auf halbem Weg, plötzlich war ich gefangen. Endlich komme ich hier raus. Ich gehe jetzt nach Hause. Bin ich kaputt. Dann sei mal. So, oh, da muss ich ja nur einen öffnen, sehe ich gerade. Ja, ich komme noch gar nicht mehr zurück danach. Stimmt das nicht mit meiner Möhre? Warum hat sie mich zur Mücke gelotst? Ja, Moment, wenn ich nicht genug Punkte hätte, wie hätte ich denn hier zurückgehen können? Diese Mücke muss wieder richtig sein. Ja, doch wieder richtig. Ich werde nicht gnädig sein. Sie haben den Tresor in einer Ritze in der Wand versteckt. Stoß einfach einige Mal an die Wand und. Ja, das kann ja auch nicht. Was, wenn ich nicht genug Geld gehabt hätte? Oh, ich muss gar nicht bezahlen, cool. Ja, weil ich auf der Rückseite war, genau. So. Hey, was geht? Endlich raus, wenn ich zurück bin, werde ich mich rächen. Warum mache? Natürlich, weil wir gefangen waren. Und so, letzte Dinge. Ah. Wo bist du? Ich muss ja noch weitergehen dann, ne? Ja. Da ist es. Yay. So wird schon wieder. So, jetzt habe ich genug Dinge, um mein Level zu erhöhen, endlich. Also schon mal weit, ne? So. Oh, was hier noch ist, nichts. Also wird ja sein eigener Part. Ne? Ich habe gedacht, ich hänge das hier noch so kurz dran, eine Stunde, aber. Aber so läuft er also manchmal, ne? Hör, versteht ihr es? Soll ich euch alle beide reinschicken? Okay.
machst du denn? What? Hä? Und was, wenn ich nach rechts gehe? Ah, geht gar nicht, okay. Muss schon sagen. Dann komm mal her. Dich mache ich auch noch fertig. Das glaub mal. So. Oh, mal den hier. Ja, meine Charaktere sind ziemlich stark auf Level 20. Genau, sie sind halt so stark, wie sie halt sein können gerade, ne? Im Ausfall, wenn ich ja bessere Waffen hätte, noch bessere Waffen. Billy hatte jetzt schon eine bessere Waffe, ne? Den habe ich ja diesen roten Ball gegeben. Ey, was geht? Alter. Zack. Das ist ein Boss, oder? Jetzt kommt der Riesenbohrer. Steckt den voll in den Hintern, ja? Ja. Dauert. Aber ich liebe diese Posen immer am Ende. Diese Freeze Frames. Und raus hier. Verfahren. Mission successful. Nämlich macht man diese Höhle 0 auch noch, ne? Na, fast gelevelt. So, jetzt werde ich ja genug Dinge haben, ne? So, wo mache ich das jetzt? So, hier muss ich irgendwas machen. Nicht einfach denen sagen, ich habe die Mission erledigt, oder ist ja einfach was Neues. So, kann ich dahin ohne? Ne, irgendwas ist hier. Wie komme ich noch mal hier? Dann kann ich hier noch mal ändern. L3. Nicht der Rede wert. So. Na, ich habe dadurch Erfahrungspunkte bekommen. So. Lass mich mal zur blockierte Szene wieder wechseln. Eine Sekunde. Weil da wird mir nämlich auch mein Dings angezeigt. So. Ich habe genug Dinger. Ich habe genug Sachen. Alles ist da am Leuchten. Schließt das Kapitel 1 der Haupthandlung. Kapitelpause. Boah. Deswegen geht das noch nicht. Boah, Leute. Also ich muss doch noch. Boah. Auftrag abgeschlossen. Was muss ich denn hier noch alles machen? Ich muss jetzt zur Höhle 0, ne? Ja. Oh man, ich will auch nur weiter hier grinden können. Oh man, oh, das sieht ein bisschen aus wie diese eine Rückblende, die ich die weiß hatte. Oder diesen Traum. Wer war das? Sie hatte Arme. Mehr als zwei. Kasper. Kasbuddel. Okay. Obsidian. Der eine Typ sieht aus, als könnte er von hier sein, ja, Anton. Ne? Wer bist du, Ray? Mir ist es aufgefallen, als du gerade ins Zelt angekommen bist, Junge. Dein frisches jugendliches Gesicht. Sie sieht aus wie diese eine hier aus Genshin Impact. Ich weiß nicht ihren Namen, irgendwas mit X. Was soll ich dich, Herr unabhängiger Ermittler, nennen? Mich vorzustellen, ich bin ein Forscher des Whitestar-Instituts, Ray. Die Kurzform meines Namens ist Ray und meine Kollegen nennen mich Ray. Also könnt ihr mich auch einfach Ray nennen. Hä, da gibt's doch keinen Unterschied, oder?
Naja, unterm Strich gehöre ich nicht zu den Mitarbeitern der Assoziation, die euch hinter den Schalter anstehen lassen. Solange du mir meine wertvollen Beobachtungsdaten aus der Höhle einwandfrei übergeben kannst, werde ich dich als meinen liebsten Partner behandeln. Jetzt gerade habe ich einen wichtigen Auftrag für dich. Eine Datenstation am Rande des Höhle 0 wurde von herumstreifenden Ether-Kolonien angegriffen und es werden Arbeitskräfte benötigt, um Beobachtungsdaten von der Station zurückzuholen. Die Route ist unkompliziert, der Plan ist eindeutig, die Gegner sind definiert und dieser Auftrag ist perfekt für einen Neuling. Unterwegs musst du einen Ermittler der Assoziation beschützen, der auch dein Prüfer für diesen Auftrag ist. Das war ein durchdachter Auftrag. Ich habe eine Stelle voller Enttäuschung schon gehört. Genau, eine Aktion in Höhle 0 kann man nicht risikofrei sein. Es ist bemerkenswert, dass du in so jungen Jahren überhaupt die Genehmigung der HIA bekommen hast und Aufträge übernehmen kannst, die normalerweise eine Eignungsprüfung erfordern. Das deutet darauf hin, dass du und deine Truppe sehr leistungsfähig sind. Hiermit die offizielle Anweisung. Sobald du die Truppe in Aktionsterminal registriert hast, kannst du deinen Auftrag ausführen. Ich werde deine Rückkehr erwarten, wie die Ankunft eines Lieferpakets für den Online-Einkauf mit meinen Datenspeicherplatte. Wenn der Lieferant das Paket verliert, braucht er es gar nicht mehr von der Tür auftauchen. Das war nur ein Witz. Du musst lebendig zurückkommen. Vergiss nicht, danach 5 Sterne zu geben. Ha, was für ein vertrauensvoller Junge. Du kannst das Kommunikationsterminal auf die meisten anderen Geräte im Zelt frei nutzen, solange kein Warnschilder mit den Anschrift Finger weg angebracht sind. Diese sind spezielle Unterstützungsgeräte, die vom Militär zur Verfügung gestellt und von unabhängigen Ermittlern mit technischen Fähigkeiten vorgesehen werden. Egal, ob du den Bangbus entstören möchtest oder die Funktionsfernkommunikation benötigst, kannst du sie frei nutzen. Selbstverständlich sind unerlaubte Handlungen untersagt. Alles, was du an den Geräten machst, wird vom Militär überwacht. Das Ding, okay. Höhle 0. Solange der Fernsteuerungsmodul auf den Kommunikationsterminal installiert ist, ist es möglich, das HDD-System am Scott Außenposten zu nutzen. Was die Abhörsoftware betrifft, die das Militär auf den Kommunikationsterminal installiert hat, wurde sie dank der gemeinsamen Bemühungen von alles klar. So steht es in der Notiz und für ich hoffe, es ist zuverlässig. Ob es eine unerlaubte Handlung in der Höhle oder im zügigen zwielichtigen Nachrichten an Agenten geht, deine gesamte digitale Privatsphäre von Fairy sorgfältig und zuverlässig geschützt sein. Weil sie ist mein Firewall, aber zumindest steht das so in der Notiz von Fairy. Mein Gott. Oh Mann, als Anfänger musst du zuerst die Eignungsprüfung bestehen. Alles klar, hier sind alle Aufträge in diesem Bereich zu erledigen. Alles klar, weiter. Truppenführer, Truppenmitglied. Ja, 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 ich muss mit meiner Truppe. Ja. Lass mich. Wen haben wir ja noch nicht alles so? Nehmen wir mal sie. Nehmen wir mal sie und immer Billy. Aber ich habe schon Fernkämpfer mit der einen. Egal. Egal. So, Pooping. Das müssen wir jetzt auch gleich so rumlaufen, ne? Ja, in so einem Ding. Das HDD-System ist offiziell mit dem Kommunikationsterminal des Außenposten verbunden. Ja, ich bin Level 20, also Charaktere sind so stark, wie sie sein können. Okay. Wer bist du?試験官だと思ってくれればいいですよ。同行中、企画から逸脱した武器の使用は禁止。指定されたルートもちゃんと守ってください。それでも念を押しておきますよ。ゼロ号フォローが特別とされているのは、甘く見て。 非常事態に対する心構えを怠る。フィッシュラー心配。何せ調査協会には臨時職員の保険料を負担するのはないんですから。とはいえ、きちんとサポートはしますよ。協会が模造したレゾブレムを提供します。レゾブレムの特性を適切に利用して、チームメンバーの戦闘能力を上げていきましょうね。
Okay, das ist mein Ding gerade stehen, wie ich mich gar nicht gemerkt. So, was ich immer noch machen will, ist, weil ich merke gerade, mein Controller ist gar nicht die Soundeffekte von meinem Controller. Ne? Das Spiel hat ja einige Soundeffekte, ne? Deswegen will ich die natürlich alle hören. Ne? Deswegen will ich die mal anmachen, weil weiß, was ich für Sachen hier höre. Ne? So, warum spiele ich nur als meine Maid? So, oh. Also ist das so Melodie in Version von Honkai Star Rail. Ja, ich werde das schon lernen, keine Sorge. Ja, ich werde das schon lernen. Mein Training des Kampfes erhalten Altromikia zwei Stapelungen Einblick. Was ist Einblick? Jede Stapelung dieses Bootsfeldes wird die Kritrate des Agenten um 8%. Alles klar. Ich kenne lange Vorsachte schon 30%. Also es das simulierte Universum aus Honkai Star Rail. So. Hier kritische Trefferschaden, ne? Natürlich hat das Spiel auch kritische Treffer Chance und Schaden. Mich schon wieder aufregt. Das sind auch so Hasen. So, komm mal her. Ups. Ich weiß nicht, warum ich noch mit einem Charakter jetzt hier gerade rumlaufen. Aber okay. Also ihr Dings habe ich auch gemacht, ihren Trainingseinheit, ne, aber irgendwie hat sie nicht so. Bei ihr war irgendwie nicht so viel, weiß nicht. Wahrscheinlich einfach nur so, ah, wenn ich angreife, dann gehen die beiden Hasen auf die Gegner drauf. Also sie hatte nicht irgendwie so eine. War ja nicht so spezielle Skill, von der ich nichts weiß oder so. Jedenfalls nicht, dass ich wüsste. Das Spiel hat mir jedenfalls nichts gesagt, glaube ich. So. Hält, wenn der Angriff einen Gegner trifft, aber keine kritische Treffer. Warum ist er 1 im Besitz? Schon ein. Ach, damit hat er dann hochgelevelt, was ich schon vorher habe. Hält, wenn ein Angriff einen Gegner kritisch trifft, aber kein kritischer Treffer auslöst, die Kritrate des Agenten um 3% reinkriegen, nehmen wir den Bonus-Effekt. Ja, alles gut. Das wie dieser, gibt es doch nicht so Waffen in Genshin Impact, die diesen Effekt haben. Oh man, Kollision erlebt eine Widerstandsabnahme. Aber ich da 100 erreicht habe, ne? Wenn du was machst, oder unterstützt den Agenten Empfang. Ja, warum denn nicht? Position 2. Warum sollte ich den ja nicht mitnehmen? Ja, hier ist ein Shop. Aha. 100, 600, wo sehe ich, wie viel ich habe? Da 1369. Das sind also sozusagen wie die Blessings aus Honkai Star Rail eigentlich. Sind benutzbare Gegenstände, wieder da zu besiegen, aus um es zu katalysieren. Ich weiß nicht, was das ist. Lass mal. Erhöht den durch Kettenangriff verursachten Schaden um 30%. Der Angriff von Gegnern, wenn sie sich in Benommenheit verhindert, sich um das hier nehme ich an. Ich weiß gar nicht, was Kettengang dafür sind. Sind das, wenn ich blocke und dann angreife? Ne, sind diese, wenn ich die. Er hat in dieser einen Angriffe, ne? Wenn ich irgendwie ein Schild von dem Gegner erledige, ne? Und alle tun dann auch mal noch mal draufhauen, ne? Das sind diese Angriffe, ne? Ah, komm mal, ja. Ich habe zwei Fernkämpfer. Wenn den Kampf innerhalb von 240 Sekunden noch, Mann. Würde kein Zeitlimit. So, das sind Kettenangriffe, ne? Okay. Okay, ich muss mich beeilen, dann. Wow, wer bist du denn?
Der Angriff ist gut, ja. Ihr besonderer Angriff. Diese Elektrowelle, die ich auf die Gegner schieße. Kann ich so voll viele Gegner in einer Reihe erledigen. Der Prüfer der Jair findet ein Messgerät von seiner Hand mit einer ernsten Miene. Bist du zufrieden mit meiner Leistung? Keine Sorge, es gibt keine Probleme mit eurer Leistung. Als unabhängige Ermittlungseinheit kann man eure Fähigkeiten als außergewöhnlich bezeichnen. Eigentlich funktioniert das Gerät nicht richtig, obwohl es nicht ungewöhnlich ist, dass Anomalien der Ätherialaktivität in Höhe 0 zur Fehlfunktion des Geräts. Warum liegt er so am Boden? Aber so hohe Messwerte sind trotzdem etwas beunruhigend. Ich versuche daher, das Gerät erneut zu kalibrieren. Es nahen weitere Arterialien. Bitte kümmere dich darum. Verschaffe mir etwas Zeit für meine Kalibrierung. Soll ich beschützen? Kann ich noch von Auge getroffen werden? Ich kann schwören, ich wurde gerade nicht getroffen dadurch. Was bist du denn? Nein. Oh, ein Stück. Oh Gott. Also das ist definitiv die Stimme von Lisa aus Genshin Impact. Oder jeder andere Mami-Charakter. Soll ich gerade die ganze Zeit heilen oder bin ich mir nur ein? Ich nehme da gar keinen Schaden, habe ich so ein Gefühl. Ja, die Angriffe sind stärker. Und zack. Na, ich bin noch am Wechsel. Ich bin noch am Wechseln. Ja. Okay. Mein Gott, wie viel Angriff hast du denn noch? Da. Und jetzt bist du eigentlich weg, ne? Ja. Nom nom nom. Da. Superboss. Alter, was ist das? Was ist das? Walpurgisnacht aus Madoka Magica? Oh, wer bist du? Okay. Die ist bestimmt der nächste Event-Charakter, ne? Pass auf. Die junge Frau verschwindet in der Ferne, um den riesigen Material zu folgen. Aus der Richtung, aus der sie kam, kommen ein paar Leute in ähnlichen Uniformen. Okay, mehr spielbare Charaktere, nehme ich an. Obwohl bei dem Spiel weiß man halt nicht, jeder Charakter sieht hier wichtig aus irgendwie. Ich trinke mal kurz einen Schluck. Sehando. 現在緊急の鎮圧任務を執行しています。こちらのエリアで情報のない極超級エーテリアスが確認されました。あなた方は、マンディ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 。あなた方は、マン
ガイドとして対応してもらいたいのですが、ナビボンプって癒すのこと？目標はこちらの予想ルートを外れてしまいました。キャロットのデータを持つボンプによるナビゲーションが必要です。緊急事態につき武士として挑発させていただきます。 早い話がぶっ壊れてもうちで弁償しますよってこと。 Bei mir kriegt da keinen Cent. Da soll euch lieber dieses Arterial beim lebendigen Leibe auffressen. So, Kako. Hey. Deswegen kriegen wir sie. Wenn wir ein bisschen weiter spielen. Es war mir aufgefallen, es gibt keine Heiler in diesem Spiel irgendwie, ne? Keine Charaktere, die heilen. Ich habe so noch keinen Impact. Third, glaube ich, aber auch nicht. お兄ちゃん、私と話すときはボンプじゃなくていいよ。イヤスが遠隔操作だって知らないもんね。そりゃ意見なんて聞いてくんないよ。対ホロー行動部、あそこの執行官はみんな精鋭中の精鋭だよ。今はあの人たちに合わせとくしかないね。とにかくナビボンプとして仕事は一緒、チームを正しい方向へ導くことだよ。 Hier ist die Herausforderung. Oh. Ah. Wenn den Kampf innerhalb von 100. Nein. Was sagt da? Ermittlungspunkt. Ja. Da. Was? Aber ist doch schon vorbei. Also wir gehen in die nächste. Ah, okay. Muss schon sagen, warum müssen wir noch mal auswählen? Da steht auch aktuelle Ebene 2 von 2 oben links. Alles klar. Aber mit jedem Schritt bekomme ich was, deswegen. Den Gegner trifft den Gegner, das ging schon, ja. Fusion. Es besteht eine Chance, normale. Nachdem bekomme ich auch noch dazu. Ich wollte schon sagen, er setzt das jetzt alle andere. So, was macht er eigentlich, wenn das passiert? Die inaktiven Mitglieder verlieren ein wenig wieder Energie. Ja. Karin. Habe ich überhaupt ausgewählt? Ich nehme einen anderen ausgewählt. Au. Ja, wir kommen einfach die ganze Zeit hier irgendwelche Dingens, ne, irgendwelche. Das ist ein Sonderbereich betreten. Codename 7777. Ich gehe mal, zieh mal. Was ist hier Roulette? Nice. Zieh mal 3 Chancen. Nachdem ich da alle 7
Oh Mann. Ach Mann. Ich will was anderes haben. Boah. Scripted. Also alles gelingt hier. Vielleicht was ich jetzt bekomme. Boah. What? The Perry. That's mine, that's mine. Ich weiß ja nicht, was ich alles aufnehme, aber okay. Ich soll einen immer weiter aufballern. Immer weiter, immer weiter. Okay. Es ist mehr oder weniger das simulierte Universum von Honkai Star Rail. So ein bisschen. Muss auch so Blessings hier, musst du da so finden. Die können alle möglichen Effekte haben. Dann kannst du ja so ein eigenes Bild irgendwie machen. Das müsste ja eigentlich voll stark sein, ne? Wegen den ganzen Dingern, die ich bekommen habe. Ja. Ich muss ja noch mal irgendwann. Mein Nase ist in der Mine getreten. Und dafür sagt mir alles. Da, boom. Boom. Ja, ich mal zum Kako mitnehmen sollen. So, wenn hier. Oh mein ja. Kannst du das eigentlich wagen? So, zack. Und zack. Okay. Das lief schon besser, aber das war, glaube ich, nicht so ein starker Boss, ne? Also wir müssen irgendwann gegen dieses eine fette Viech kämpfen. Fusion initiated. Boom. Aber ich so viele von denen bekommen habe. So, oh, jetzt kann ich überall hin. Erste Hilfekasten, Zahnradmünzen. Na, gib mir das. Was hat ich den Agenten verursacht? Einen Schaden 15, wenn 3 weniger auf dem Feld sind. Nehmen wir das mal. So, was hat ihr? Du bist auf einen kleinen Logistikpunkt, bestehen aus mehreren voll ausgerüsteten Soldaten, der Verteidigungsmacht und einigen Fahrzeugen. Ihnen Kompliment machen und sie überreden. Alles klar. Ja. Oh, die, ach, ich habe die alle drei bekommen. Cool. Ah. Dann haben wir noch einen Shop. So, gleicher Atem bis jetzt gewettet. Weil man das Kettenangriff 6 Dezibel. Ich glaube, Dezibel ist so hier das für die Ultimate, ne? Oh ja, noch mehr. Sehr gut. Und ich kann mir alle holen. Das sind so Sachen, die mit dem tue ich mich hier müssen so selber irgendwie beschäftigen auf Screen. Okay, anstatt mir jetzt hier alles so durchzulesen, ist also sowieso heißt nur so ein bisschen skriptet, habe ich das Gefühl.
Aber ich bekomme hier derbe simuliertes Universum Vibes. Sehr geil. Bisschen Overkill. Ist so Raiden Shogun und Acheron von diesem Spiel. Ich wollte schon sagen, wenn die jetzt mit Einschlag erledigt hätte, ne? Ja, ein bisschen zu easy, ne? Schon sagen, bin noch nicht fertig, ne? Was muss ich noch machen? Oh ja, stimmt. Mein Gott. Execute, what? Was ist das denn gewesen? Ja, kommt der denn noch? Egal, von mir? Nee, nein. Ich kriege mit dem Block nicht hin. Das gibt's nicht. Da war doch recht. Da kommt der Boss. Hey, warte, war gerade die pinkhaarige. Ich hab Stimme in meinem Kopf. Gar nicht getroffen. Du machst das Ding ja kaputt. Kann man doch kaputt machen, oder? Mach das Ding ja kaputt. Das hier. Aber mach das. Mach ich wieder andrücken, Mann. Da! Mein Gott. Ich will sie die ganze Zeit weg hier. Sehr gut. Okay, cool.
Wenn die ganze Zeit hier absägen wir und Kopf kürzer sägen. Ja, jetzt haben wir es auch geschafft, ne? So. Lizenzstufe 1, alles klar. Cool. Jetzt aber noch nicht eine mit 3 Sternen abgeschlossen, ne? Ich weiß nicht, ob da was bringt, ne? Ob wir Belohnung oder so verlieren. Okay, ich habe Ermittlungspunkte erhalten. Boom, boom, boom. Ist halt hier. Oh, Belohnungen. Ja, je mehr Sachen ich. Ja, je mehr Sachen ich bekomme, desto mehr Belohnung bekomme ich. Kopfgeldaufträge. Ja, alles klar. Oh, da kriegt man eine Schriftrolle, eine Dingsrolle, meine ich. Ja, das sind halt Sachen, die man bekommt, wenn man halt hier macht, ne? Ich glaube, da werde ich offscreen ein bisschen öfter spielen hier. Sie jetzt aber nicht so. Internetpunkte. Ja, ich müsste mal mein Level hier hochleveln, Mann. Wecken jetzt die ganze Zeit dafür Punkte zusammen. Ich muss das mal hier. Hey! Leute, wie geht's? Ich muss mal langsam hier mein Level erhöhen, damit ich wieder Sachen grinden kann. Sonst bleiben meine Charaktere die ganze Zeit so schwach. Ja, das meins. Die Stimme klingt auch. Das ist diese Stimme, die kommt mir auch bekannt vor. Ihr Design erinnert mich an irgendjemand, ich weiß nur nicht wer. Solange pinke Haare, weißes Oberteil, schwarzes Unterteil, so. まさか僕に言っているのか。いつもながら人をビビらせるのがお上手ですね、課長。課長曰く、あなたがたの調査チームとまた協力できる機会があれば、ぜひ逃したくはないとのことです。まだ公務中ですから戻って報告をしないといけませんね。我々は先に失礼します。 Okay, solange die Story-Relevanz ist, was ich hier mache, wenn ich in diese Höhle gehe, dann möchte ich das gerne schon mal offscreen ein paar Mal machen. Kompedium, schließe einmal Eignungsprüfung. Ja, hierdurch, was ist das? Ach, das sind, glaube ich, die Sachen, um die Batterie hier aufzuleveln, ne? Glaube ich. Ne. Aber davon habe ich auch irgendwie 6 schon. Rito Funds Wachstum. What? Ach ne, wöchentliche. Ah, das ist genau wie ihn. So. Da sind wir, ne, den Pass holst, ne? Oh, ich weiß nicht. Ah. Hm. So. Als ich sie zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich, dass eine bloße Prüfung kein Problem für dich sein würde. Dennoch war es überraschend, dass sie ja nicht nur in Angriff von Nineveh entkommen können, sondern auch an einem Sondereinsatz der Höhlen unter Sondereinsatzkommandos beteiligt war. Trotz der vorzeitigen Beendigung der Prüfung ist allein die Unterstützung der Niederschlagung von Nineveh nur ausreichend, um eure Eignung zu beweisen. Die Anerkennung seitens des Evakuierungsdirektoren des Höhlen-Sondereinsatzkommandos hat mehr Gewicht als die Aufzeichnung der HIA-Prüfer im Notizbuch. Was ist denn Nineveh? Nineveh, das ist dieses große Ding, nehme ich mal an, ne? Ich war hauptsächlich mit der Übergabe der Aufträge an den HSK beschäftigt und hatte bisher noch keine Gelegenheit, einen Aktionsrückblick mit dir durchzuführen. Als bereits geprüfte unabhängige Ermittlungseinheit sollte ihr zweifellos die wichtigste Information über Nineveh teilen, da er möglicherweise auch zu den Kernzielen zukünftiger Ermittlungsaktivitäten gehört. Immerhin liegt mein aktueller Forschungsschwerpunkt, Kernthema meiner jüngsten Arbeit ist dieser symbiotische Ethereal-Schwamm Nineveh. Die Beseitigung von Ethereal-Kolonien und hochriskanten Ethereal kann die Ausbreitung der Höhlen eindämmen und sogar die Vernichtung der Höhlen ermöglichen. Dieses Wissen hast du wahrscheinlich schon mitbekommen. Nineveh
für ein Merkmal von Ethylcholinen und bla bla. Boah, mein Gott, das ist schon wieder zu viel Text. Ja, ich weiß. Okay, das ist mir ein bisschen zu viel Information schon wieder. Ja, tut mir leid. So, Herausforderungen, ja, kein Ding, mache ich. So. Ja, kann ich auch auf Screen machen. Sag hallo zu Bell. Hallo. Weiß, ich hole dich ab. Fehle ich dir so sehr. Ja, du fühlst mir so sehr, du mein Bruder, du machst mir nur Sorgen. Ich dachte, unsere erste Mission in Höhle 0 würde nicht so aufregend werden. Ich hätte nicht gedacht, dass wir auf Nineveh stoßen würden und dazu noch auf Mitglieder des Höhlen-Sondereinsatzkommandos. Apropos, diese Kerle behaupten, dass sie seien von der Sektion 6, oder? Und ich habe tatsächlich gehört, dass die pinkhaarige Frau ihre Leiterin Miyabi genannt hat. Hm, Bell, ist das jemand, den du kennst? Nein, auf keinen Fall. Ich meine lediglich, dass die Leiterin Hoshimi Miyabi sein könnte. Sie ist die derzeit jüngste Höhlenjägerin New Erido. Obwohl die Art, wie sie immer spricht, etwas seltsam ist und die Hilfe eines Mitarbeiters zum Übersetzen braucht. Kein Wunder, das muss die Aura einer starken Leiterin sein. Bist du eine Anhängerin von ihr? Weil sie eine Höhlenjägerin ist. Egal ob wir, egal ob Ermittler oder Höhlenräuber, egal ob rechtlich oder illegal, aus jeder Perspektive. Höhlenjägerin ist stets die Person an der Spitze, oder? Neben hätte ich erwartet, dass ich Hoshimi Miyabi dabei sehen würde, wie sie Ethereale jagt oder sogar mit ihnen zusammenarbeitet. Tja, zwangsweise rekrutiert zu werden, zählt wohl auch als eine Art Zusammenarbeit, oder? Hm, ich habe eine Vorahnung, dass wir sie wiedersehen werden. Ich habe eine Vorahnung, dass sie irgendwann spielbar wird. Stimmt, ich glaube, sie meinte, dass ich mich auf die nächste Zusammenarbeit freue. Naja, obwohl ihre tatsächlichen Worte, ich werde dich nicht davonkommen lassen, lauteten. Aber wenn es um Situationen geht, die Zusammenarbeit mit solchen Eliten erfordert, dann fühlt es sich immer nach einer Krisenlage an. Das Glück ist mit dem Mutigen. Das ist nachvollziehbar. Der jüngste Höhlenjägerin und der legendäre Proxy arbeiten zusammen. Das ist genau die Art von Handlung, die zum Blockbustern immer optimal ankommt. Es ist noch früh, wir fangen gerade erst an. Gut, dann lass uns erst nach Hause gehen. Hä? Warum weiß? Weiß, warum wird Eos schwerer? Was ist in der Tasche? Schau es dir selbst an. Mal sehen, ist das die Ether-Lösung? Mit dieser Ether-Lösung können wir, wenn wir nach Hause kommen, einen Abstecher zum Turbo machen und Enzo bitten, unsere vorhandenen Bangbus anzupassen. Los geht's nach Hause, noch mehr Sachen. Ich will doch eigentlich nur mein Level hier erhöhen. Wer bist du? Befragte Fahrzeuge dürfen nicht von außen Posten hier entfahren. Lass mich raus. Dann gehen wir mal dahin. Oh Gott. Komm schon wieder Geräusch aus meinem Controller. Hm, jetzt hat er mich hier hin teleportiert. Oder? Wer bist du? Okay. Hast mich gerade Pirat genannt? Wieso? Weiß, du kommst genau richtig. Was für Enzo von mir? Ja, warte mal, diesen Hasen habe ich irgendwo schon mal gesehen, irgendwo in irgendeinem Menü. Ja, es geht um die Sache mit der Tüte, Bo. Das ist das streuende Bango, das ich vorhin aufgelesen habe. Ich glaube, es hat mich reingelegt und den Zusammenstoß nur vorgetäuscht. Zuerst dachte ich, es sei etwas verrückt. Nach der Überprüfung stellte ich fest, dass es in einer ziemlich starken Waffe modifiziert worden war. Vielleicht war die Belastung zu schwer, weshalb es ein bisschen plemplem wurde. Ich weiß schon, worauf das irgendwie hinausläuft. Ich kann dann bestimmt andere Hasen haben, ne, die mich im Kampf unterstützen, ne. Es hat es emotional nicht ausgehalten. Da habe ich es angepasst, um die körperliche Belastung zu verringern und die Stabilität zu verbessern. Nach der Anpassung habe ich festgestellt, dass es recht brav ist. Tötebo ist brav. Aber wie du hören kannst, ne? Aber es ist immer noch einen guten Kampf spezielles Bangbo. Und wenn es bei mir bleibt, ist es unterfordert. Ich wollte gerade zu euch gehen, um euch zu fragen, ob ihr es aufnehmen wollt. Und schon seid ihr hier. Hallo Enzo, Tötebo gehorsam. Hallo Enzos Freund, ein guter Mann. Tötebo auch gehorsam. Das mag ich sehr, da du in der Nähe wohnst, kannst du einfach zu mir kommen. Wenn es in Zukunft nach Anpassungen brauchst, wäre das auch praktisch. Was meinst du? Willkommen in der Familie. Vielen Dank, Weiß. Also, was brauchst du von Turbo? Stimmt etwas mit deinem Auto nicht oder soll ein Bangbo gewartet werden? Ich brauche etwas Ether-Lösungen. Klar, kein Problem. Komm rein, ich warte im Laden auf dich. Modshop Turbo freigeschaltet. Okay. Bambus mal vor. Von Bambus verbessern.
Fähigkeiten. Ja. Jetzt kann ich den auch noch hochleveln. Nimm das. Und boom. Kann ich die Dinger aufhaben? Warum ist das ja an wie GTA? So. So, ach, dafür braucht man diese Pool-Dinger. Gott. So, guck mal, da unten. So, also, jetzt freischalten, ne? Okay, cool. Was? Oh, okay. Ach, das ist separat. Das ist ja cool. Wähle einen gewünschten Rang S-Bangu aus, bevor du mit der Signalsuche beginnst. Keine Ahnung. Kocht beim Anwenden der Fähigkeit sofort einen herzhaften Nachmittagskuchen. Stellt nach Fertigstellung und Lieferung der Ziffer. Was? Okay, solange ich dafür nicht andere Dinger hier brauche, für andere. Das war erstmal. Am nächsten Mal interessiert mich jetzt nicht so sehr, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich will immer noch mein Dings hier endlich mal fertig haben. Den Zähler. Ich will das hier die ganze Zeit machen. Als Fälschung gefälscht von Soldat Nummer 11 an. Was? Bei der Rückblick betrachtet, können wir das ja noch machen. Okay. Ich will doch nur mein Level hier erhöhen, damit ich wieder farmen kann, Mann. Mehr wollte ich eigentlich nicht. Wäre ich ja schon wieder im 5 Quests hier reingepackt. Bis zurück weiß, die Sache mit dem Bangu ist erledigt. Was kommt jetzt? Das weiß ich noch nicht. Ich denke immer noch an meine Begegnung mit der Höhlensondereinsatzkommando. Da fiel mir ein, dass der wiedergeborene Daniro momentan noch den Start seines Anfängerpoxy hat. Daran will ich die ganze Zeit arbeiten, Bell. Du bist wirklich ein Kontrollfreak. Weißt, möchtest du nicht bald befördert werden und unseren Titel als legendärer Proxy wieder erlangen? Ja, da will ich die ganze Zeit. Das heißt, fangen wir an zu arbeiten. Weißt du, bist plötzlich extrem motiviert, obwohl sich in der Zwischenzeit wirklich einige Aufträge angesammelt haben, die gemacht werden müssen. Weißt, während du arbeitest, schaue ich mir den Stromzähler an. Den Stromzähler? Genau, ich habe gestern gemerkt, dass sich der Stromzähler in unserem Haus ungewöhnlich schnell dreht. Irgendwie besorgniserregend. Das muss ich eingebildet haben. Ist das so? Ach, schon in Ordnung. Ich mache mir nichts aus. Kümmere dich erstmal um deine Pläne, weiß. Wenn du keine gute Ideen hast, komm einfach zu mir und ich schlage dir einen passenden Auftrag vor. Wenn ich ja mal weitermachen könnte, ne? Oder was hier schon wieder? Auf so eine Höhendienstleistung. Ich. Hab ich alles bekommen. Ich dachte, erst habe ein Stück Käse. So, Kapitelpause. Wir bringen den Tag in einem eigenen Tempo. Alles klar, mache ich. So, ich hoffe, da kommt jetzt nicht direkt schon wieder die nächste Mission. Wir bringen den Tag in einem eigenen Tempo. Alles klar, ich gehe schlafen. Das könnte halt die letzte Mission sein. Mein Haus ist ziemlich riesig, was? Kommt das noch einmal her? Alles klar, eine Pause machen. Ich will eigentlich nur mein Level hier erhöhen. Irgendwie hat das nicht geklappt. Nein. Leute, ich will doch nur mein Ding erhöhen. Mehr will ich doch gar nicht.
Okay, öffnen und ansehen. Venus schlägt vor, uns einen Kaffee in der Six Feet zu treffen. Er weiß daran, wenn er Zeit hat. Da ich bereits gesehen habe, muss ich nicht warten, bis er mich daran erinnert. Das Kaffee, ich gehe direkt dorthin. Weil ich will auch noch mein Level hier erhöhen, Mann. Das ist echt so schwierig. Ich meine, es war schön, dass ich ja Freiraum habe, aber ich kann hier nicht grinden. Weil meine Charakter, ich kann nichts grinden. Leute. Na gut. Weiß ich auch nicht, was ich hier machen muss, ne? Da bin ich hochgelevelt jetzt. Weil dann sitze ich ja die ganze Zeit mit meinem Charakter, ne, und kann ihn nicht weiter hochleveln, weil ich halt, weil ich diese Sachen nicht farmen kann. Ich kann die Sachen nicht farmen, weil ich nicht hohen Level habe. Jetzt sagt er mir einfach, ich soll einfach gar nichts machen. War. Wir bringen den Tag in deinen eigenen Tempo. Ich gehe jetzt hier so lange schlafen, bis ich was tut. Eine Weile ausruhen. Eine Weile ausruhen. Irgendwie klappt das nicht. Hey, ich habe mir erst Schweige, aber mir kommt so vor, als würde den Kunden in letzter Zeit immer mehr. Ich will nicht zu sehr beweihräuchern, aber habt ihr nicht die Wärme von Nummer 18 meiner Wenigkeit zu verdanken? Das ist euer Verdienst. Chef, du verstehst wirklich, Leute zu loben. Ich habe Nummer 18 übrigens gerade geholfen, den Beistand mit den neuen Videos aufzustocken. Sie sind alle sehr verlockend. Sorgt bitte dafür, dass ich zuerst alle ausleihen kann. Okay, ich kann mehr Videos jetzt hier reinpacken. So, hier ist Neues. Aber irgendwie komme ich hier gerade nicht weiter. Ey. Wo kann man noch mal hier gucken? Wie macht man das hier noch mal? Immer so viele Knöpfe hier gerade. Boah. Jeden Tag in einem eigenen Tempo. Was soll ich da machen, Leute? Ich will auch noch mein Level erhöhen. Das hat echt so viel wieder verlangt. Ich meine, da mache ich ein paar Nebenquests noch, ne? Gut. Aber im nächsten Part, ne? Gut. So, aber das ist schon wieder viel zu lang. Gut, dann sage ich, ich mache beim nächsten Mal wieder ein paar Sachen. Ich weiß noch zwar noch nicht was, aber okay. Lass mich noch mal gucken. Wo ist noch mal mein Ding? Kann ich nicht irgendwo das Ding hier leveln? Gehen wir mal hier auf mein Ding hier. Wie gesagt, Kapitel 1, der Haupthandlung, Kapitelpause ab. Ja, bin ich gerade dabei, aber das Spiel lässt mich nicht. Na gut. Dann. Ich nehme an, ich muss noch einige Nebenquests machen. Ne? Wo kann ich mal die Nebenquests alle anschauen? Ich dachte, er bringt mich jetzt wieder hier hin. Passiert wieder irgendwie. Was ist ein Moment, wo bringe Zeit in deinem eigenen Tempo? Ja, mache ich doch die ganze Zeit, aber ich darf ja nichts machen. Na gut. Dann nehmen wir wahrscheinlich noch ein paar auf nächstes Mal, ne? Gut, dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, lasst ein Like, ein Abo, ein Kommentar. Es würde mich sehr freuen, dass ich euch in der nächsten Folge wieder, was auch immer wir da machen, ne? Ciao.